Ja, lass mich mal kurz mit meinem Lamborghini vorfahren. Ja, ne, kurz mal die Türe öffnen. Hans-Jürgen, wie heißt ein Butler? Igor, ne, öffne mal meine Goldpforte hier. Who's that Pokémon? It's no way for you! Das war in Innsbruck und das war so eine Studentenbutze, war das. 12 Quadratmeter, Gemeinschaftsdusche und baufällig. Also halt richtige Geschämme, ne? Ich meine, da waren Leute, bei mir ist einer ist einmal durchs Fenster eingestiegen, weil er seinen Kollegen gesucht war. Und komplett high, zugetrönt bis zum Ende, ist bei mir im Fenster im dritten Stock eingestiegen. Da wisst ihr, was da für ein Klientel unterwegs war. Gruppenduschen, also Gemeinschaftsduschen halt. Du hattest sechs so Einzimmerwohnungen und dann hattest du eine Dusche. Und dann in jedem Zimmer war halt ein Schreibtisch, ein Schrank, eine kleine Küche, eine Bettnische und fast jede Wohnung hatte so ein 1-auf-1-Quadratmeter Balkon, wo du halt gerade dich so hinstellen konntest mit dem Stuhl. Ich fand's geil. Alleine wohnen, ne, zum ersten Mal, du hast deine eigenen 4 Wände. Also, das klingt jetzt vielleicht nicht so reißerisch, aber war es schon geil, ne, unter uns. Eigene Küche, ja, die Küche war tatsächlich ein bisschen ein Problem, weil die sehr grindig war. Also, die war wirklich sehr, 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 sehr grindig. Die war, also, das war halt einfach, war so eine Einbaunische und du konntest hinter dir nicht putzen. Das war nicht möglich. Du hättest die dafür ausbauen müssen. Und die war halt schon ein Mieter oder so oder 2 oder 3 davor drin. Und das war schon sehr widerlich. Viele Mädchen klar gemacht in der Gemeinschaftsdusche. Ja, ich war ein richtiger Ladiesman, du. Shish. Ja, und danach bin ich in eine 60 Quadratmeter Wohnung gezogen. Nee, 55 Quadratmeter. In München. Und die hat 560 Euro hat die gekostet. Jetzt werden sich manche fragen, warum war die so günstig? Weil sie meinen Eltern gehört hat. Aber ich habe trotzdem Miete gezahlt. Aber halt 70% von der normalen Miete. Also 70% von der normalen Miete habe ich gezahlt. Damit meine, also, ne? Aber das war, also, die wäre normalerweise teurer. Oh Gott, ich habe Baus auf Ardecarry. Meine Ladiesman zu sein ist doch nicht so geil, oder? Ist das nicht sowas wie, Ladiesman bedeutet, dass du sehr gut mit Frauen umgehen kannst. Sehr gut mit denen reden kannst, kommunizieren kannst, dass du viele verschiedene Partnerinnen hast. Das ist ein Ladiesman, oder nicht? Oder nicht? Nein? Doch? Hast du auch in andere Sachen investiert, als in deine Wohnung, dein Haus? Nee, bis jetzt noch nicht. Also ich habe ein kleines Aktienportfolio, aber ich zahle halt also jetzt alle die ganzen Kredite dafür ab gerade und Steuern halt, sehr viel Steuern. Und ansonsten habe ich jetzt halt, jetzt kann ich langsam wieder anfangen, Rücklagen aufzubauen und dann kaufe ich mir jetzt entweder wieder eine Immobilie oder ich fange halt an, mein Aktienportfolio weiter aufzubauen. Das ist jetzt der Plan für die nächsten 2, 3 Jahre oder so. Immer noch sehr, sehr... Also clean und günstig leben und halt smart sein, ne? Und dann Kredite abbezahlen und ein bisschen Portfolio aufbauen. Markum, vielen Dank auch dafür den Support. Ich weiß gar nicht, sollte ich sowas mit euch so genau besprechen? Wahrscheinlich nicht, ne? Warum nicht an Unternehmen beteiligen? Weil ich keine Ahnung davon habe und mich nicht mit solchen wirtschaftlichen Themen auseinandersetzen möchte. Und von 10 Startups scheitern 9 oder so. Und du musst genau wissen, was du machst, wenn du da rein investierst. So, wir haben The Baus auf Quinn Ardecarry. Du hast aufgrund des Vermögens deiner Eltern als Erbe trotz deiner Geschwister ja schon eh ausgesorgt. Wie kommst du jetzt da drauf? Ja, lass mich mal kurz mit meinem Lamborghini vorfahren. Ja, ne, kurz mal die Türe öffnen. Hans-Jürgen, wie heißt ein Butler? Igor, ne, öffne mal meine Goldpforte hier. Da sieht's noch schlechter aus, du, muss ich sagen. James, James wäre gut gewesen. Alfred, wie komme ich denn nicht auf Alfred? Einen der besten Charaktere überhaupt. Lord Noway erbt das Weingut. Lord Nobe erbt das Weingut, Leute. Let's go. Okay, jetzt lass uns hier erstmal gegen Dos the Boss gewinnen. Das ist ein Autofilter Midlaner. Wenn ich jetzt hier nicht gut spiele, ne? Vergessen wir mehr Baus auf der Botlane. Wir haben actually lost, I think. Kann ich mal da irgendwas machen? Ich entschuldige mich für den Pöbel eurer Gnaden. Lave, sprich mich mit Durchlaucht an. Was ficht sie an? Ich werde meinen Fedehandschuh holen und sie zu einem Duell herausfordern. Meine Güte. Nicht mal mehr mit eurer Durchlaucht werde ich angesprochen. Was ist überhaupt Durchlaucht für ein Titel? Da brauche ich nichts mehr benutzen, ne? Das ist ja sehr, sehr cool hier alles, muss ich sagen. Wichtig für mich. Wichtig für Baus, der Tor. Ja, der Package. Das heißt, eine Platte und Go, würde ich sagen, ja. Can win. Focus. I'm getting strong. Ah, sehr.
Ich weiß halt nicht, wie ich gegen Viego Yumi carryen soll. Schau dir mal das Scaling von den Gegnern an. Actually, wie soll ich denn dagegen carryen? Ja, gut, wir haben auch gutes Scaling. Aber wir haben halt auch eine 1-6 Botlane. Ein bisschen zu langsam gewesen mit dem Ulti-Pop da, ne? Hätte ich einen Ticken früher machen können. Das ist, was viele Leute, die nicht oft gegen Viktor spielen, wissen nicht, dass Viktor, also wenn ihr dashable Spells habt, wie zum Beispiel ein Lucian Dash oder ein, was ist noch ein gutes Beispiel außer einem Lucian Dash? Ein Lucian Dash, eine Valkyrie von Corki oder ein Shenton zum Beispiel, also alle so Sachen, so Dashes, die irgendwie so eine Travel Time praktisch haben, ne? Die können alle abgebrochen werden von dem W in der Luft. Also zu dem Punkt, wo ihr gestunt werdet, bleibt ihr dann stehen. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine. Das war irgendwie schlecht erklärt, ja. Die werden praktisch dann einmal in der Luft abgebrochen, meine ich damit. Ich würde jetzt gerne den Turret hier haben, wenn ich da habe. Eigentlich sollte das gar nicht so schwer sein. Ich glaube, der Korki zu dem Zeitpunkt bin ich zu stark. Ich glaube nicht, dass der noch lange gegen uns stehen kann hier. Ja. Sehr wichtig, nicht zu sterben für mich gerade, ne? Ich glaube, der ist DC'd, oder? Der Viego. Der muss doch DC'd sein. Schade, dass ich den Corki-Kill nicht auch noch gepickt habe, den ich eigentlich haben soll, ne? Der ist doch jetzt ewig nicht mehr da gewesen. Und der hat das ganze Game gecrushed im Early Game. Ich glaube, der ist DC'd, actually. Schau mal den nächsten noch rein. Jetzt ist er wieder da. Der hat den DC tatsächlich, ja. Unser Jungler direkt mit dem Abuse-Play. Schön, schön, schön. Schwierig zu sagen, was man jetzt in so einem Game macht, ne? Ich glaube, Baus weiß, was er macht. Einen guten Tod. Beide Summoners gewastet. Mit null Effekt auf, mit null Chance zu überleben. Baus, Quinn. Ich meine, Baus ist ein legendärer Spieler, aber jedes Mal, wenn der Quinn pickt, habe ich Angst um mein Leben. Und mit Leben meine ich meine LP in dem Kontext. Das ist der absolute LP-Scam 10.000 ist das, wenn der die pickt. Es gibt nichts, was dir so die LP draint. Der ist wirklich sehr, sehr guter Spieler, aber das ist einfach kriminell, wie der Quinn spielt. Irelia, auf Irelia habe ich ihn zum Glück noch nicht gesehen, muss ich sagen. Den habe ich noch nicht gesehen, den Pick. Ja, ihr wisst, dass der... Also das ist halt... Ein Autofill, einen Midlaner zu abusen, ist ja sehr, sehr einfach, ne? Der einfach nicht so ganz versteht, wann er wo sein darf auf der Lane. Ich glaube, er meinte damit deine Irelia. Ah, oh. Ja, so wie meine Irelia ist das, genau. Wenn du meine Irelia in deinem Team hast, dann möchtest du auch. Also das ist genau wie Baus Quinn. Gutes Beispiel aus dem Twitch-Chat. Er hat aber 59% Winrate auf Quinn. Ich habe auch 60% auf Irelia auf einem Account. Trotzdem willst du meine Irelia nicht im Team haben. Das kann ich dir aber versprechen, ja. Dass ich nicht geultet habe. Oh, wow. Das. Ha, die Yumi halt echt viel, muss ich sagen. Die Yumi halt schon echt verdammt viel. Irelia wird doch noob-freundlicher, keine Sorge. Ich brauch keinen noob-freundlicher Champion. Auch keine Almosen von Riot, Meine Irelia ist King, soll ich dir das beweisen im nächsten Game, Kollege? Man nennt mich nicht umsonst den Klingenmeister von Europa. Ja, so nennen mich viele Leute, auch wenn ihr das vielleicht noch nie gehört habt. Aber sehr, sehr viele Leute nennen mich so. Na du? Ja, die können dich doch einfach töten, Baus. Was machst du denn da? So ärgerlich für die Gegner das Game. Das sah so free aus, bis der DC reinkam. Er wollte den gar nicht. Ich dachte, er will beide. Nehmen wir jetzt einmal kurz Reset. Actually will ich noch kurz bleiben, bis ich meinen Rabatt uns hab. Okay, die Katze hat ihren Mages fast ganz verloren. Wie hat er das gemacht, der Baus? Weil der Baus einfach nicht spielt wie du. Der Baus ist... Der Baus ist einfach... Du spielst ne, normale Schach und er spielt 4D-Schach, weißt du? Das ist halt einfach der Baus Way of Life. Und alles, was er macht, ne, das sieht vielleicht aus, als würde er einfach nur runterlaufen. In Wirklichkeit hat das alles einen Preis. Ne? Das ist genau wie bei Saw, bei den Puzzlen.
Du killst ihn vielleicht, aber was kriegt sein Team dafür? Sah jetzt vielleicht aus, als würden wir nichts kriegen. Aber das ist genau, wo du halt falsch liegst, weißt du? Weil in Wirklichkeit kriegen wir alles. Man sieht's bloß nicht. Ne? Das sieht aus, als würde er komplett griefen. Aber wir kriegen alles. Zum Beispiel hier, ne? Er hat Baus getötet. Und was haben wir gekriegt? Wir haben Corkys Leben gekriegt und seinen Nexus. Würdet ihr euch für einen Nexus tauschen? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber Baus ist bereit, 4-12-4 im Hard-Winning-Team zu spielen. Aber sehr, sehr unlucky für die. Aber sehr, sehr unlucky für die. Alright, damit sind wir wieder eingebildet. Plus hier, not bad. Sehr, sehr geiles Game tatsächlich. Relativ clean.